Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Dann sagen wir ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Die Partie endete mit 0:1. Ich begrüße Sie und euch hier im Pressekonferenzraum und die beiden Cheftrainer, unseren Gästetrainer Jens Keller und unseren SGD-Chefcoach Markus Anfang. Herr Keller, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, wir sind natürlich froh über den Dreier, den wir mitgenommen haben. Heute war natürlich auch eine Riesenportion Glück dabei. Ja, das ist uns auch nicht verwehrt geblieben. Ja, aber wir haben auch eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, wo 5 oder 6 Spieler schon sehr lange nicht mehr gespielt haben, über 90 Minuten. Deshalb, wir wussten selbst nicht, was so richtig passiert. Und die Mannschaft hat gefeitert, hat sie in jeden Schuss, in jede Situation reingehauen und wie gesagt, nur eine Portion Glück, und deshalb nehmen wir den Dreier hier mit, putzen uns den Mund ab und müssen fußballerisch natürlich einiges noch zulegen. Dankeschön. Herr Keller, vielen Dank. Markus, deine Einschätzung bitte. Ja, hallo zusammen. Erstmal gratuliere an Sandhausen zum Sieg. Ja, es ist schon bitter, muss man sagen. Wir haben, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Wenn ich sehe, wie die Jungs den Gegner grundsätzlich auch beherrscht haben, viele Sachen gut wegverteidigt haben, viel Ballbesitz, aber wir waren in der ersten Halbzeit nicht so zwingend. Wir hätten da viel, viel mehr Torchancen auch herausspielen können. Das hat uns so ein bisschen gefehlt. Das müssen wir uns schon anheften und ankreiden. Wir haben dann auch ein paar Distanzschüsse gehabt in der ersten Halbzeit. Haben wir jetzt auch nicht so wirklich gewisse Torgefahr mit erzeugt. Ich glaube, die gefährlichste Situation war noch, wo die Flanke kam von Jakob und Haupe dann am Elfmeterpunkt mit eingelaufen ist, wo der Gegner den noch klären konnte. Ja, und zweite Halbzeit, muss man sagen, haben wir alles dafür getan, das Tor zu machen. Wir hätten, glaube ich, spätestens dann mit der Chance, wo Meisse den überragend drüber hebt, mindestens den Ausgleichstreffer machen müssen. Ansonsten haben wir viele Torabschlüsse gehabt, gerade um den 16er rum, und es hat sich immer wieder mal ein Gegner da reingeschmissen und den Ball geblockt. Oder wir haben halt einfach das Tor nicht getroffen, weil es grundsätzlich einfach wichtig ist, wenn du Tore machen willst, dass du auch das Tor triffst. Und das haben wir halt nicht geschafft. Das Gegentor, was wir bekommen haben, für mich komplett unnötig. Ich glaube, wir müssen hinten aus der Kette uns dann vielleicht gar nicht groß einschalten, weil ich glaube, das wird da auch Kammer machen können. B, müssen wir nicht zwangsläufig auf Abseits spielen. Da haben wir den Gegner eingeladen, und ja, und dann sieht man auch am Ende, was das für eine Qualität ist. Die brauchen eine Möglichkeit und machen das Tor und verteidigen alles gnadenlos weg. Was mich am meisten geärgert hat, war, dass wir, ich glaube, 14, 15 Eckbälle hatten und sogar teilweise in der ersten Halbzeit mit einer Variante, die Jungs sich haben einfallen lassen, kommst du an die Torauslinie und schaffst aber daraus keine 100-prozentige Torchance. Und das war so ein bisschen das Problem, dass wir oft auch bis zur Torauslinie gekommen sind und haben aber keinen Abnehmer gefunden. Und das tut weh. Das ist auch gut, dass es weh tut. Das zeigt zwangsläufig, dass gute Spiele, und das war ein gutes Spiel von uns, nicht zwangsläufig dazu führen, dass du Spiele gewinnst. Aber wenn du diese Leistung, die wir gebracht haben, wenn du die immer wieder bringst, Spiel für Spiel, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du Spiele für dich entscheidest und Spiele gewinnst. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht groß negativ werden, weil das macht auch wenig Sinn, weil dafür war es dann auch zu gut. Es ist kein Selbstläufer in der Liga, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das hat es auch wieder gezeigt. Jetzt müssen wir ein bisschen regenerieren und dann müssen wir uns auf Dienstag vorbereiten. Sandhausen, gute Heimreise, alles Gute. Haben uns heute gezeigt, wie effektiv man sein muss, um Spiele zu gewinnen. Dankeschön. Markus, danke dir. Dann jetzt noch die Möglichkeit, für Sie und euch Fragen zu stellen. Ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikro. Patrick Franz, Bild Dresden. Anfang, kurze Frage zum Wechsel im Sturm. Sie hatten Stefan Kutschke runtergenommen. Spielte da vielleicht auch die englische Woche dann eine Rolle, dass Sie ihn ein bisschen schonen wollten noch, dass er nicht ganz über die 90 Minuten geht? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Meisse das auch sehr gut gemacht hat, und wir wissen halt, dass wir da mit Meisse nachlegen können, und ich glaube, hat auch schon allein die Szene, die Meisse dann hatte, wo er den Ball über den Torhüter hebt und dann, ja, geht er fast schon in den Winkel. Ist eigentlich auch schon unglücklich, dass er da nicht reingeht. Hat auch gezeigt, dass er eine Torgefahr hat. Wir wollten einfach nochmal, weil der Gegner sehr tief stand, nochmal das Element Steigklatsch drin haben. Und das macht Meisse grundsätzlich gut und hat auch einen guten Abschluss.
Wir hatten vorher schon viele Flanken, auch in 16er. Und Kutsche ist zwar dran gekommen, aber konnte irgendwie auch keinen wegplatzieren. Und da haben wir halt versucht, nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Und es hätte ja fast geklappt, wenn Meister das Tor gemacht hat. Thomas Nahmendorf, Morgenpost. Herr Anfang, Claudio Kammerknecht ist etwas unrund in die Katakomben gegangen. Sieht das noch was Schlimmerem aus? Ja, Kammer hatte ja schon das Thema Schulter und ist da jetzt auch wieder drauf gefallen. Ich muss jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Er hat angezeigt, dass er weiterspielen kann. Wir haben dann nachher gesagt, okay, wir holen jetzt raus, wir bringen einfach nochmal eine Doppelspitze mit Denno. Weiß nicht, wie sich das entwickelt jetzt, müssen wir mal schauen, aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Patrick Franz nochmal. Eine andere Frage noch. Manuel Schäffler war heute nicht im Kader. Wäre ja vielleicht noch eine Option für die Schlussphase gewesen. Was war die Entscheidung, vielleicht heute den Kader so zusammenzustellen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir die Vorbereitung auf uns wirken lassen. Und ich finde, dass Meiße das in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, dass Manu einfach noch ein bisschen Nachholbedarf hat, was seine Fitness betrifft. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen. Und der arbeitet da jetzt fleißig dran. Und dann gucken wir, wenn er wieder auf einem guten Level ist, dass er dann vielleicht die eine oder andere Möglichkeit dann wieder bekommt und Alternative ist. Aber jetzt in dem Moment war es halt Meiße. Frage an Jens Keller. Sie haben Dynamo in beiden Spielen 6 Punkte abgenommen. Also Sandhausen, im Hinspiel waren Sie wohl noch nicht Trainer. Glauben Sie noch daran, dass Sie Dynamo bei 10 Punkten Rückstand auch noch verdrängen können vom direkten Aufstiegsplatz? Nein, das haben wir ja immer gesagt. Ich empfinde, dass Dynamo die stärkste Mannschaft mit in der Liga ist, fußballerisch, auch von den Einzelspielern. Und unser großes Ziel ist ja, den dritten Platz zu holen. Und ja, da müssen wir aber Woche für Woche unsere Leistung bringen und nicht immer das Glück so überstrapazieren, wie wir es heute gemacht haben. Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage an Jens Keller. Tim Knipping war heute nicht von Beginn an auf dem Feld, zumal er sonst in der Hinrunde eigentlich außer bei einer Verletzung immer gesetzt war. Was waren dort vielleicht die Gründe? Ja, das ist ja genau das Thema. Tim hat ein Nervenproblem in der Schulter und kann seinen Arm nicht so richtig bewegen. Er beißt sich in jedem Training durch, aber man sieht, dass es noch nicht richtig rund ist. Und das weiß er selbst, dass er hat keine Kraft im rechten Arm und deshalb saß er heute auf der Bank. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise nach Sandhausen. Für uns geht es dann weiter am kommenden Dienstag gegen den SV Waldhof Mannheim. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Vielen Dank. Ja.